16 Bars TV heute mit Leftboy und Visavi. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, dich zu interviewen, denn normalerweise gibt es nicht so viele deutschsprachige Interviews mit und von dir. Das erste und letzte, was ich je machen werde. Das ehrt mich tatsächlich. Ich freue mich. Warum hast du dich dazu entschieden, doch mal Deutsch zu sprechen? Weil mir wurde gesagt, man kann es nur auf Deutsch machen, dieses Interview. Deswegen. Nein, es hat sich jetzt einfach so ergeben. Es regen sich sehr viele Leute darüber auf, dass ich alle Interviews auf Englisch mache. Aber ich tue halt, wenn ich Deutsch rede, tue ich alles aus dem Englischen übersetzen ins Deutsche. Aber ich mache es jetzt. Aber vielleicht freuen sich ja dann wirklich eben auch ein paar Leute, dich endlich... Wenn du ein bisschen länger dann brauchst, dann verzeihen wir dir das auf jeden Fall, weil mittlerweile ist ja wahrscheinlich einfach Englisch auch die Sprache, in der du denkst, träumst und fühlst. Genau, ja. Das ist ein Zitat von mir, oder? Eventuell habe ich das in einem Interview gehört oder gelesen. Kann ich jetzt nicht ergänzen. Dann lass uns doch genau mal dabei anfangen, wo wahrscheinlich auch deine sprachliche Veränderung sich noch weiter vorangetrieben hat, nämlich als du 18 warst und du nach Manhattan gezogen bist. Warum hast du dich so früh entschieden, dein künstlerisches Schaffen woanders fortzuführen und eben nicht im deutsch- oder österreichsprachigen Raum? Das war für mich, ich hatte 18 Jahre Wien erlebt. Und es war für mich einfach an der Zeit, etwas Neues zu erleben und neue Inspirationen zu kriegen und Verbündete kennenzulernen, mit denen ich zusammen an Liedern arbeiten kann. Also ich habe in Wien, was auch irgendwie ein Glück für mich war, dadurch, dass ich keinen hatte oder keinen kannte, mit dem ich zusammenarbeiten konnte, habe ich mir alles selbst beigebracht. Also ich habe mir selbst beigebracht, wie ich Beats jetzt mache und wie ich Sachen auseinanderschneide und wieder neu zusammentue und wie ich die Samples manipuliere. Und dann wollte ich nach New York, um einfach neue Lehrer zu finden. Jemand, der mir da etwas Neues über das Produzieren beibringen kann. Und deswegen bin ich dorthin. Also das war der eine Grund. Der andere Grund war einfach, dass ich aus Wien raus wollte. Und habe dort eine Tontechnikschule gefunden, um irgendeinen Plan zu haben, während ich dort bin. Habe dort dann ein paar coole Leute getroffen und auch ein bisschen was dazugelernt. Vielen Dank. Ich habe es schon vorher geahnt. Ich glaube, wir sitzen zu weit auseinander, weil mir fällt sonst der Arm ab, wenn ich jetzt hier 3 Stunden da sitze. Ich hatte das schon im Gefühl. Ja, so ist besser, sonst kriege ich nicht so einen Krampf im Arm. Sitzt du auch bequem? Ja, wir sitzen hier auf dem... Ja, okay. Ich habe dir natürlich trotzdem zugehört, auch wenn mein Arm dabei kurz abgefallen ist. Es gibt ja oft so ein bisschen das Problem, dass wenn deutschsprachige Künstler auf Englisch rappen, dass das nach hinten losgeht. Bei dir ist das irgendwie anders. Es liegt vielleicht wahrscheinlich auch daran, dass du in Wien eine amerikanische Schule besucht hast. Und für uns als deutschsprachige Menschen klingt das alles extrem authentisch, was du da so machst. Wie sehen das deine New Yorker Kollegen? Ich mache einfach, also für mich ist, ich bin mit Englisch aufgewachsen, weil meine Nanny, die ist wie meine zweite Mutter gewesen, eine Philippinerin, und die hat immer mit mir Englisch gesprochen. Ich war zuerst in der französischen Schule, konnte das überhaupt nicht leiden und es war auch ziemlich hardcore dort und unfreundlich und unsympathisch und wollte dort raus und bin dann in die amerikanische gekommen. Also für mich war Englisch... Ich bin so wie ein Chamäleon, also sobald ich von so etwas täglich umzingelt bin, dann nehme ich das sehr schnell auf. Und Englisch wurde meine erste Sprache. Ich habe dann auch 2 Jahre meines Lebens darauf bestanden, nur Englisch zu sprechen. Das haben meine Eltern aus irgendeinem Grund auch erlaubt. Und habe dann während dieser Zeit das Deutschsprechen ziemlich verlernt. Und habe ich dann nie wieder so wohl gefühlt im Deutschen wie im Englischen. Und dadurch habe ich halt meine Lieder auf Englisch gemacht und ich mache die halt so. Also es tun meine Freunde in New York jetzt nicht sagen, oh, das hört sich jetzt irgendwie österreichisch an oder was auch immer. Also es ist einfach die Musik, die aus mir rauskommt und das gefällt vielen meiner Freunde. Manchen gefallen Sachen auch nicht, aber es gehört dazu. Gab es denn jemals Experimente auch in der deutschen Sprache? Hast du schon mal Texte versucht zu schreiben? Ja, klar. Also ich habe auf Soundcloud zum Beispiel ein Lied, was wir für die WM geschrieben haben, fürs deutsche Team. Weil ich ein Fan vom deutschen Team bin. Und da haben wir so ein Lied, so kurz vorm, das war das Spiel gegen Spanien, glaube ich, 2006? Nein, 2008? 2008, glaube ich, war das. 2008.
Und ja, wir haben das Lied rausgebracht, haben uns gedacht, ja, jetzt wird das jeder hören. Und dann haben die verloren und dann war es das schon auch wieder. Seitdem nie wieder? Nein, ich ist nicht so meins. Also nur zum Spaß, aber nicht ernst. Gerade dein Umzug nach Manhattan hast du gerade so lapidar erzählt, als wenn das so was ganz Normales wäre. Ich glaube, für viele Menschen ist das ja ein unfassbarer Traum. Das klingt so, als wenn das alles ganz einfach war, aber gab es dabei irgendwelche Hürden für dich? Also du hast ja im Endeffekt irgendwie alles erstmal hinter dir gelassen. Also es war, in meinem Umkreis war das normal, weil ich war in der amerikanischen Schule und sobald die Schule dann vorbei war, waren auf einmal all meine Freunde weg. Alle sind nach Amerika studieren gegangen oder nach England und es sind wenige in Wien geblieben. Und ich weiß schon, dass das ein Privileg ist, dass man sowas machen kann. Aber das war für mich halt in meinem Umkreis halt normal. Und ich wollte auch raus. Und die Hürden, also ich habe mir das ganz anders vorgestellt, wie ich nach New York gehe. Also ich habe mir gedacht, ich gehe dorthin, finde meinen kreativen Freundeskreis und mache meine Musik und das werde ich dann von Def Jam unter Vertrag genommen und sitze dann mit Kanye im Studio und das war's. Das war natürlich überhaupt nicht so. Und es ist mir sehr schwierig gefallen, dort Freunde zu finden. Es war eine sehr schwierige Zeit. Das erste Mal, wie ich in New York war, war ich zuerst sehr deprimiert, weil ich sehr einsam war. Und habe einfach nur gekifft und Videospiele gespielt. Und das war am Anfang so, yeah, ich kann jetzt machen, was ich will. Den ganzen Tag Videospiele spielen und kiffen und yeah. Und dann ist das schnell aber so sehr fad geworden. Und ich habe gewusst, dass ich so nicht mehr weitermachen will. Wodurch hat sich die Situation dann gebessert? Ich bin nach Wien zurück, wie das Studium vorbei war, weil ich mich nicht für ein Visum angemeldet habe, für ein Arbeitsvisum, um dort weiter zu sein in New York. Und ich konnte nicht weiter dort sein. Und deswegen bin ich zurück nach Wien. Und das war für mich ein bisschen so ein Versagen, weil ich mir das anders vorgestellt habe. Ich dachte, ich gehe nach New York und erobere New York. Und das war nicht so. Und in Wien habe ich dann umso härter dann an meinem Sound gearbeitet und versucht, diese Erfahrung irgendwie zu verarbeiten. Und ja, in Wien habe ich dann wirklich über ein Jahr hinweg daran gewerkt und bin dann wieder zurück nach New York und bin aber zurück unter den richtigen Umständen. Also ich habe ein Video gedreht, Sunday Morning Chilling habe ich damals in New York gedreht und Your Song habe ich in L.A. gedreht. Und habe auf dieser Reise damals viele kreative Leute kennengelernt und bin dann mit diesen dann letztendlich in New York eingezogen. Lebst du denn immer noch in dieser kreativen WG mit ganz vielen Menschen oder hast du dir was Eigenes gesucht? Nein, ich habe festgestellt, dass ich gar nicht gerne alleine lebe. Also ich muss, obwohl ich sehr gerne alleine bin manchmal, muss ich auch unter vielen, ich weiß nicht, ist schwierig, so eine Kombination aus beiden brauche ich. Und in New York war ich halt sehr einsam und in dieser WG war es so, dass ich einfach in meinem Zimmer war und meinen Sachen gearbeitet habe und wenn ich dann irgendwie chillen wollte, bin ich ins Wohnzimmer gegangen und wir haben was auch immer gemacht. Und es waren drei Freunde da. Aber es war auch so, dass wenn man jetzt eine Idee hat oder eine Videoidee hat, kann man dann sofort zum Max Popadop, der mit mir zum Beispiel all meine Videos macht, kann ich zu ihm ins Zimmer gehen und sagen, hey, wie können wir das machen, wie können wir diesen Effekt erreichen? Und dann tun wir da schon am nächsten Projekt herumwerken. Also es ist cool, alle an einem Ort zu haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Hip-Hop-Künstlern kann man ja sagen, dass du aus einem ziemlich guten Elternhaus kommst und dass das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, soweit man das lesen kann, alles relativ harmonisch scheint. Dein Vater ist selbst auch sehr erfolgreicher und umtriebiger Künstler. Was glaubst du, was dir das einerseits für Vorteile verschafft hat, gerade vielleicht auch für den Anfang deiner Karriere und auf der anderen Seite aber auch eben für Schwierigkeiten, weil du dich vielleicht mehr beweisen musstest als andere? Ich fange mit der letzten Frage an. Ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie mit meinem Vater im Zusammenhang wie sagt man? Dass du mit ihm in Verbindung gebracht wirst. Ja, also ich hab geschaut, dass mein Musikprojekt da irgendwie anonym bleibt. Und das war es auch sehr lange. Also ich habe einfach meine Page gehabt, habe dort meine Tracks hin und wieder hochgeladen und meine Videos gemacht. Und das kam dann erst später, wie die österreichischen Medien davon erfahren haben, dass auf einmal, oh, das ist der Sohn von André Heller und alle haben dann auf einmal darüber geredet. Und das ist jetzt in jedem Interview werde ich darüber gefragt. Und das ist jetzt auch okay, weil ich mich jetzt schon etabliert habe und meine eigene Fanbase von Grund auf aufgebaut habe, ohne dass jetzt mein Vater irgendwas damit zu tun hatte.
Was war die andere Frage? Ob es auch Vorteile gab oder ob es eben nur schwierig war, weil du dich irgendwie... Ich meine, also ich bin... Ich habe den Luxus gehabt, dass ich das ausprobieren konnte. Also, dass meine Eltern mich da unterstützt haben, das zu verfolgen. Und dass ich jetzt nicht irgendwie dort in die Uni gehen musste und Wirtschaft studieren musste oder hier einen Job kriegen musste. Das hat mir mein Vater, weil er auch daran geglaubt hat, das ermöglicht, dass ich das machen kann. Und hat auch anfangs meine Videos finanziert. Und ja, er hat mir halt diesen Anfangsschub gegeben. Musstest du dich dann trotzdem vielleicht auch durch die Medienberichte damit rumschlagen, dass Leute dir mit Vorurteilen gegenübertreten und sagen, er kommt halt, wie gesagt, aus reichem Hause, er profitiert halt nur davon, dass irgendwie... Ich meine, es ist... Ich glaube, das spielt... Die Musik ist das Wichtigste und wenn die Musik gut ist, dann spricht das für sich selbst. Also ich tue mich da nicht wirklich damit beschäftigen, so... Es ist eigentlich eher selten, dass das jetzt so im Zusammenhang kommt. Es kommt hin und wieder, aber das ist mir ist es egal, weil ich weiß, wie hart ich dafür gearbeitet habe, an diesen Punkt zu kommen. Und dass mir das nicht geschenkt wurde und dass mir das nicht gekauft wurde. So, es hat Geld gekostet und ich bin dankbar dafür, dass ich die Unterstützung gehabt habe. Aber es ist nicht, das kann man sich nicht erkaufen. Und ja... Du hast dich ja auch in verschiedensten Bereichen ausprobiert, sei es Breakdance, Beatbox. Du hast eben auch schon das Tontechnikstudium angesprochen. Gleichzeitig sieht man auch in deiner Musik, dass du dich von ganz vielen verschiedenen Richtungen beeinflussen lässt. Gibt es bei all den Dingen, die du so ausprobiert und gemacht hast, so einen roten Faden, der sich so ein bisschen durch diese ganze Leftboy-Geschichte zieht? Irgendetwas, was dich irgendwie immer angetrieben hat und was immer da ist in deinem künstlerischen Schaffen? Ich bin der rote Faden. Das ist der einzige rote Faden, würde ich sagen. Also meine Musik ist eine Kombination aus Liedern, die vielleicht Spaßlieder sind, so wie Jack Sparrow, so wie Get It Right, so einfach nur Lieder, die man gern mitrappt, die auch irgendwie ein bisschen was von Get It Right hat, ein bisschen was von der Realität in sich auch. Aber meine Lieder sind grundsätzlich mein Tagebuch. Also es gibt die Partylieder und es gibt auch die introvertierteren Lieder, sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Doch. Du hast ganz schön tief gestapelt mit deinem Deutsch, das läuft super. Also es sind halt Lieder, ich hab früh gefunden, dass Lieder für mich ein Weg sind, mit Gefühlen und mit Aggressionen und mit Frustrationen umzugehen. Das war für mich eine Katharsis. Ich konnte diese Frustration aus mir rausbringen und in dieses Lied reintun. Und dann habe ich mich besser gefühlt, weil ich darüber reden konnte und das irgendwie eine komprimierte Emotion war in diesem Lied. Und dass ich die Beats da auch selber produziert habe, hilft dann natürlich auch, dass man dieses Gefühl noch mehr umsetzen kann. Ich habe die Frage vergessen. Das ist gar nicht schlimm. Wir waren. Ich weiß nicht, wie ich angefangen habe. Wir waren bei dem roten Faden in deiner Kunst und der bist du. Der bin ich, ja. Also es ist mein Tagebuch, darauf wollte ich hinaus. Falls ich das nicht schon gesagt habe. Und ja, manchmal habe ich halt Lust, was Lustiges zu machen. Manchmal versuche ich etwas zu verarbeiten. Lass uns bei diesem ganzen künstlerischen Schaffen und den verschiedenen Facetten bleiben. Wie gesagt, du schreibst die Texte nicht nur selbst, du produzierst die Musik nicht nur selbst, sondern du bist auch maßgeblich an diesem ganzen visuellen Dingen beteiligt. Du bist meistens der Regisseur und Editor deiner Videos. Ich glaube, dass der Anspruch dann wahrscheinlich noch viel größer ist, wenn man eben alles selber macht. Wie nah bist du denn jetzt schon an deiner eigenen Idealvorstellung, was das Produkt betrifft, das du da ablieferst? Das ist immer so. Man hat so eine Idealvorstellung und dann ist es immer... Es ist immer kleiner als das, was man sich vorstellt und man schaut halt, dass man es so gut wie möglich macht unter den Umständen. Es ist gut, ich hab diese Idealvorstellung noch nicht erreicht, aber ich weiß auch nicht ganz genau, was ich will, außer dass ich immer besser werden will und immer tollere und interessantere Projekte machen will. Also das ist mein Ziel, nicht immer wieder dasselbe, sondern immer wieder was Neues auszuprobieren und zu schauen und mich da einfach... Es geht im Leben darum, dass man so viele möglichen Kontraste wie möglich irgendwie einsammelt. Und die positiven, die negativen und damit beschäftige ich mich. Wie selbstkritisch bist du und wie sehr setzt du dich unter Druck, wenn es um deine Musik, deine Videos und alles, was damit zusammenhängt, geht? Ich
ja, ich bin wie die meisten Künstler mein größter Feind in der Hinsicht. Ich mache mir, ja, ich lasse es nicht, I don't put it out, ich veröffentliche es nicht, wenn es nicht mir entspricht, wenn es nicht perfekt ist. Also es geht nicht anders für mich. Du hast ja mittlerweile beachtliche Klickzahlen bei YouTube. Ich glaube insgesamt für deinen Kanal so um die 16 Millionen oder so. Gerade Jack Sparrow, hast du vorhin auch schon angesprochen, hat da einen großen Anteil dran. Was glaubst du, warum gerade dieser Song sich so verselbstständigt hat und bei so vielen Menschen Anklang gefunden hat? Ich weil es ein Party-Track ist, weil es ein lustiger Text ist, den man gerne vielleicht mitrappt. Weil es einfach das beste Lied aller Zeiten ist, keine Ahnung. Weil es diese Melodie drin hat, die jeder sofort erkennt. Ich weiß nicht, da müsstest du die Leute fragen, wieso es ihnen so gefällt. Also für mich war das Lied, wie ich es gemacht habe, war es mir von Anfang an klar, dass ich das nicht verkaufen kann, weil ich gewusst habe, dass ich von Disney nie die Rechte bekommen würde für diese Melodie. Und deswegen habe ich einfach so ein Spaßlied gemacht, was einfach irgendetwas, was halt irgendwie lustig zum Sagen ist und mit Chops und Effekten, die mir gefallen. Ich hätte mir aber nicht gedacht, dass das so erfolgreich ist, wie es jetzt geworden ist. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Also dieses Lied hat mir sehr viel ermöglicht. Ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast, aber um einen anderen Song von dir gab es große Kontroversen aufgrund der Veröffentlichung eines anderen Songs, nämlich dein Song, Your Song und Crow mit Du. Bis heute gibt es immer noch ganz aktuelle YouTube-Kommentare, alle streiten sich darunter, wer hat jetzt von wem geklaut, kommt das eigentlich von Daft Punk oder hat Crow 1:1 den Song von dir übernommen? Hast du das alles so mitverfolgt und was hast du darüber gedacht? Also wie ich zuerst gehört habe, war es für mich ein Schock, weil ich von ihm selbst nichts gehört habe und das hat mir einfach ein Fan geschickt, so. Das hört sich ziemlich ähnlich an. Und dann ich war zuerst, für mich war ich da irgendwie sehr, sehr böse und habe mir gedacht, das kann man eigentlich nur abziehen, wenn man, weil ich gerade noch nicht so berühmt bin, dass das so vielen Leuten auffällt, deswegen traut man sich so etwas zu machen, aber ich bin dann, ich weiß nicht, es war anfangs schwierig für mich damit umzugehen, dass dieses Lied auch so ein Erfolg geworden ist. Und dann habe ich mich damit abgefunden. Also ich glaube, alle großen Künstler und kreativen Leute stehen auf den Schultern von anderen. Und alle, ich bin auch jemand, der sehr viel mit den Ideen von anderen arbeitet und die neu verarbeitet. Und das gehört einfach dazu. Aber ja, ich meine, wir haben die schon kontaktiert damals. Hat aber zu nichts geführt, oder? Nein, also es war, ich hätte, die haben sofort so zurückgeschickt, so ein Vergleich. Die haben im Vorhinein schon von allen Crow-Liedern, glaube ich, von einem Musikexperten Vergleiche machen lassen, dass diese Lieder auch wirklich unterschiedlich sind, weil diese Noten unterschiedlich sind und so weiter. Ich glaube schon, dass wir sie verklagen hätten können oder was auch immer, aber das war, ich wollte jetzt nicht berühmt werden dadurch, dass ich derjenige bin, der ihn verklagt wegen sowas. Oder ja, ich wollte mein eigenes Ding machen und nicht wegen etwas Negativem bekannt werden. Und deswegen habe ich das nicht so wirklich ich weiß jetzt nicht, wie ich sage. Ich verstehe das absolut. Sehr, sehr ehrenhaft. Wenn du Crow... Wir haben sie aber gefragt. Das Einzige, was ich ihnen geschrieben habe damals, ist... dass sie das Original auf der Page posten sollen. Weil sie haben zugegeben, dass er inspiriert war davon. Das haben sie uns geschrieben. Aber er hat es nicht gepostet. Sie sagen, jedes Mal, wenn mein Manager auf seinen trifft, sagt er, ja, wir machen das bald, wir machen das bald. Aber mittlerweile ist es auch schon egal. Nein, ich finde das Lied gut, ich finde die Sachen, die er macht, finde ich gut. Er macht sein eigenes Ding. Und ich mache mittlerweile schon ganz was anderes. Also, hast du vielleicht auch das Verständnis dafür, weil du dich eben ja auch oft musikalisch inspirieren lassen hast, aber dann wahrscheinlich ein wenig offensichtlicher in der Verarbeitung? True, nochmal. Hast du vielleicht auch deswegen Verständnis mit ihm, weil du ja selbst ein Künstler bist, der sich oft inspirieren lässt, aber eben so ein bisschen offensichtlicher das Ganze dann verarbeitet? Ja, also was für mich immer wichtig war, ist preiszugeben, wo diese Inspiration herkommt. Also du findest bei jedem Video von mir, findest du, das ist das Sample von dem und von dem und von dem. Und jetzt habe ich sogar die Clearance bekommen, weil ich jetzt Lieder auch kommerziell veröffentliche, habe ich die Clearance für meine Single bekommen von dieser australischen Band
Und da muss ich es gar nicht dazu schreiben, aber ich schreibe es trotzdem dazu, weil es ist ja auch, wieso will ich denen nicht helfen, wenn die mir verholfen haben, etwas zu machen, was ich toll finde. Ich hab da sehr viel Verständnis dafür. Ja. Also ich verdanke meinen Erfolg den tausenden Leuten, die mich inspiriert haben. Das heißt, wenn du jemals irgendwie durch Zufall auf Crow treffen würdest, dann ist das auch ein ganz friedvoller Gedanke in dir. Du bist jetzt nicht bis heute böse und... Nein. Ich war damals böse und irgendwie ein bisschen verbittert und es war schwierig einfach für mein Ego, damit klarzukommen. Aber wenn ich ihn jetzt treffen würde, wäre das... Lassen wir es sein, ist alles gut. Also, ist kein Problem. Du hast gerade angesprochen, dass sich ein wenig Dinge verändert haben, was jetzt zum Beispiel die Veröffentlichung deiner Songs betrifft. Es steht ein richtiges Album an, was ja, denke ich mal, auch mit deiner Labelsituation zu tun hat. Noch vor knapp einem Jahr hast du, glaube ich, auch in einem Interview erzählt, dass du verschiedene Angebote bekommen hast von Major Labels, dass du die abgelehnt hast. Warum hast du dich entschieden, jetzt doch zu Warner Music zu gehen? Wie hat das jetzt alles für dich zusammengepasst? Fühlst du dich trotzdem noch als Independent-Künstler? Also es ist so, wir haben während dieser Zeit viele Angebote bekommen von allen Majors in Deutschland und ich habe mein eigenes Label gegründet, das heißt Made Jour Label und ich habe die exklusiven Rechte für verschiedene Territories verkauft. Also ich habe in Deutschland an Warner, in England an Atlantic Records, in Frankreich auch an Warner und wir arbeiten an verschiedenen anderen Deals, aber somit habe ich in den einzelnen Territories die Unterstützung von Labels, weil normalerweise geht man zu einem Label und unterschreibt einen Worldwide Deal. Und dann bist du beim Label in Deutschland und die haben aber deine Rechte für Amerika und können aber in Amerika eigentlich gar nicht wirklich irgendetwas Sinnvolles machen, weil sie einfach nicht die Macht haben dort und auch nicht die Connections dort haben. Und somit suche ich mir überall die klügsten Partner und die Leute, die mir am sympathischsten sind und am fähigsten. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut. Also ich habe mir da sehr viel Zeit genommen. Es war für mich jetzt nicht so ein Zeitdruck, da unbedingt einen Vertrag zu unterschreiben, sondern ich habe geschaut, dass ich die richtigen finde. Und das haben wir, glaube ich, auch. Weil du gerade auch die verschiedenen Länder angesprochen hast, in denen du eben veröffentlichst und in denen du auch Aufmerksamkeit bekommst, kriegst du selber so mit, wo deine größten Fanbases liegen? Ja, das sieht man natürlich ganz genau heutzutage. Weil wenn man auf Facebook geht, sieht man ja, wo die Leute sind. In Deutschland ist auf jeden Fall die größte Fanbase. In Deutschland, in England, in Frankreich sind Fanbases. In Österreich natürlich auch. In der Schweiz bildet sich eine kleine. In Hongkong haben meine Freunde. Es ist immer witzig, weil man weiß irgendwie so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Und dann ist es cool, das so nachzuverfolgen. Also ich hab sehr enge Familienfreunde, die in Hongkong leben. Und die dort in die Schule gegangen sind und die haben das dort irgendwie ein bisschen verbreitet. Und dann habe ich Freunde, die das in England ein paar Leuten gezeigt haben und ein paar Jahre später verbreitet sich dort ein bisschen. Also es ist cool. Ich glaube, gerade für deine deutschsprachigen Fans ist es auch sehr interessant, ob du denn trotzdem eben noch Bezüge auch zu der Rap-Szene in Deutschland oder in Österreich hast. Kriegst du zum Beispiel mit, was eben auch ehemalige quasi Kolleginnen aus der Heimat wie ein Raf Camora, Nazar, Girard und so weiter und so fort hier so bei uns treiben oder generell verfolgst du, was so passiert? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe früher, also es gibt die Leute, die ich gerne habe, zum Beispiel so Afrop habe ich früher viel gehört oder Freundeskreis habe ich früher viel gehört. Aber diese eher aggressiven Rap-Sachen waren nie so mein Ding. Also mir waren eher so die Funk- und Soul-Rap-Sachen irgendwie sympathischer. Ich weiß, dass es die gibt, ich habe aber keine Ahnung, was die machen. Und ich habe auch bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass die so erfolgreich sind. Also ich habe jetzt, ein Freund von mir war in einem Video von, glaube ich, vom Raf Camora drin kurz. Und er hat das irgendwie gepostet und habe ich das angeschaut, oh cool, und dann habe ich auf die Klickzahlen geschaut und so 1 Million Klicks oder was auch immer, ich so, wow, was, ich komme leider mit vielem nicht so mit, weil ich bin auch jemand, ich habe mich vor ein paar Jahren sehr von der Musik abgekoppelt von anderen, weil wie das erste Drake-Album rausgekommen ist, habe ich das so viel gehört, dass auf einmal alle Texte, die ich geschrieben habe, sich so angehört haben wie Drake-Zeilen, und dann habe ich gewusst, dass ich irgendwie ein bisschen einen Zug brauche von Musik, weil mich das auch negativ beeinflusst. Wo ja deutschsprachige Musik dann nicht so gefährlich wäre. Nein, deutschsprachige Musik nicht so. Und das Coolste
was ich in deutschsprachigen, es gab so, nach dem Hip-Hop Open letztes Jahr, war, haben so Megalo, Rapstar, kennst du Rapstar? Und noch einer, ich weiß es nicht, haben ein Interview gegeben und da haben sie auch über diese Crow, Your Song Sache geredet. Und da habe ich mir so angeschaut, okay, was sind das für Leute? Und ich habe von diesem Rapstar-Lied angehört und das ist richtig, richtig fett gewesen. Wie heißt das? Koma. Das fand ich geil. Wir haben unsere Redezeit leider schon fast verbraucht, deswegen lass uns zum Schluss unbedingt natürlich noch über dein Album sprechen. Vielleicht gibt es kurz und knapp etwas, was für dich wichtig ist, was du dazu loswerden kannst. In den meisten Fällen möchten ja Künstler auch gar nicht unbedingt ihr Album zerreden, aber... Es gibt nicht so viel, was ich darüber erzählen kann. Man muss es sich wirklich anhören. Ich weiß nicht, ob es... Ja, man muss es sich anhören. Es ist etwas, an dem ich seit 4 Jahren arbeite. Es sind viele meiner Tagebucheinträge. Ist ein Album, das mit sehr schwierigen Zeiten umgeht und auch mit guten und ja, es ist jetzt sehr, sehr generell, was ich da sage. Aber man muss es sich wirklich anhören. Wie haben deine Fans eigentlich darauf reagiert, dass jetzt eben ein richtiges Album kommt? Weil du warst ja jemand, der in der Vergangenheit ganz, ganz viele Songs einfach verschenkt hat und ganz, ganz viel Musik zum kostenlosen Download bereitgestellt hat. Ich habe so einen Facebook-Eintrag von dir gesehen, wo du fast so ein bisschen entschuldigend auch angekündigt hast, dass es natürlich trotzdem auch weiter frei verfügbare Musik von dir gibt. Grundsätzlich, weil alle immer so, oh, jetzt wird alles wieder Geld kosten, was auch immer. Man braucht ein Geld, um Projekte zu machen. Und ich will tolle Projekte machen und ich muss auch irgendwie ein Geld verdienen. Und wenn einem die Musik, die einem gefällt und die viele Leute vielleicht täglich hören, gefällt, dann finde ich das auch okay, das zu unterstützen. Das mache ich selbst auch. Aber ich finde es auch gut, die Sachen, es gibt manche Lieder, die jetzt wieder nicht am Album drauf sind, die ich dann umsonst veröffentlichen werde. Es gibt immer wieder Lieder, die man umsonst veröffentlichen kann und Lieder, die dann für ein größeres Projekt kommen. Passend zum Album Permanent Midnight wird es auch eine Tour geben, Permanent Party. Und ich habe gehört, ich habe leider dich tatsächlich auch noch nie live sehen dürfen, aber mir wurde berichtet, dass auch das definitiv ein Erlebnis ist. Ja, also für mich ist es wichtig, dass alles dass alles meinem Qualitätsvorstellungen entspricht. Und da zählt alles dazu. Also da zählt die Show dazu, da zählt die Videos dazu, die Intervieworte, die wir machen, und die Musik. Und ja, also ich tue mir da Wochen und Monate lang den Kopf drüber zerbrechen, wie man eine interessante Show gestalten kann. Und wir haben im Sommer war irgendwie der Challenge, eine Bühne zu füllen, ohne Licht, weil bei den Festivals hat man keine Zeit, um irgendetwas aufzubauen. Man kann nicht mit Licht arbeiten, außer man ist Headliner, was ich bis jetzt nur ein paar Mal war. Es ist ein Riesenraum, den man füllen muss. Und wenn man da allein auf der Bühne steht, dann ist das irgendwie ein bisschen fad, finde ich. Und deswegen haben wir da, für diese Show haben wir da Tänzer gehabt, die aber nicht jetzt klassische Boyband-Sachen machen, sondern irgendwie weirde Choreografien machen, gemischt mit ihrer Tanzakrobatik. Und für meine Clubtour hatten wir damals eine Lichtshow und für die Permanent Party kommen jetzt immer mehr Effekte dazu. Also ich versuche immer, dass es immer besser wird und immer toller wird und ich schaue, es ist schwierig, sich etwas einfallen zu lassen, was es so noch nicht gibt und Effekte sich einfallen zu lassen, die kein anderer zu verwenden. Also Konfetti herumschießen ist einfach, das kann jeder. Aber wir schauen, dass wir da irgendwie etwas anderes machen. Und da habe ich ein gutes Team von Leuten, die mir da auch ein bisschen damit helfen. Das klingt alles sehr spannend. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit allem. Und ich finde übrigens, du bist viel zu streng, was dein Deutsch betrifft, mit dir selbst. Das war äußerst gut. Danke, danke. Wenn es von deiner Seite noch irgendwas loszuwerden gibt, dann in diese Kamera. Hashtag permanent midnight. Sonst gibt es nichts. Nein, sorry. Vielen Dank. Left Boy. Thank you.